Und da sind wir auch schon wieder in unserem geilen Poweranzug. Und schauen wir doch mal, was der so alles kann. Also Gleichgewicht halten. Time for this to end. Okay, now all you need to do is make it through the ship's infrastructure, take out all its defenses and thereby clear a path for us to get to Zinyak. Is that all? Easy enough. You pick the others up? Yep, everyone's on board. We'll be right behind you as you clear a path. Ich kann nicht schießen, ich kann tatsächlich nur durch die Gegend gleiten. You're coming up on the defense grid. Touch those beams and you'll be fried. Fucking death lasers. Was? Todeslaser? Leck mich am Arsch. Bitte nur die Spitzen schneiden. We're almost to you. See, they're closing off the way through. Damn, they activated the blast shield. You'll have to land and find a way to override it. With what? You have power armor, so it's gotta have some weapons and powers built in. Use them. Hold on. Superpowers? Here? It's like the simulation was just training me for this moment. There a switch somewhere? Try to find the power conduits and use your suit to overload them. Okay. Wir haben wieder den super Sprint. Wunderbar. Finde die Stromleitungen. Ja. Auf einem Alienschiff. A rock. Ja, verbindet das, stimmt. Wir können auch öfter schießen, das gefällt mir. Und natürlich bleiben sie nicht verbindet. Kann ich die genauso gut ausschalten. Nehmen wir doch. Was niemand da? Komm hier. Was war denn das? Jetzt mal ernsthaft, was war das? Er stirbt nicht. Nee, wenn der nicht stirbt, ist das langweilig. Soll ich so tun? Oder soll ich so tun? Oh, looks like the Zin don't appreciate that very much. Entkommen? Das kann ich. Dachte ich. Hell. Ekelhaft. I think it worked. Yep, you should be clear to get to the throne room now. We'll keep following and meet you there. Ach, nicht schon wieder. Bitte keine Todeslaser. Zinyak's ship doesn't look so good. Weiche Trümmern aus. Ja, gibt ja bloß eine Handvoll. Ich sehe kaum was. You can come for me, but you don't stand a chance. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly, Saint? It's a question you should ask yourself, Zinyak. Kinsey, can you get me into Zinyak's room? Honestly, I can't find a way to open it up. Fine, I'll find a way. Sei ein harter Typ. Okay, was muss ich dafür tun? Ich bin hart. Hope you're ready, Zinyak. Bereit oder nicht, ich komme. Es wird Zeit. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Oh, you know me so well. I'm really gonna miss these bonding sessions when I kill you. Look at you. Mercutio to my Tybalt.
Don't be too excited. Tybalt dies at the end. I'm surprised you knew that. I didn't. Kinsey told me over the radio. Well, at least you're honest. Always. That way you know I'm not lying when I say I'm gonna rip your goddamn head off. You're adorable. Xin-Jai? Yes, Your Excellency. Is the Empire watching? Of course, Your Excellency. Es werden noch Wetten angenommen. Diesmal mache ich es dir nicht so einfach wie das letzte Mal. Ach du alter Cheater! Du bist so ein Feigling. That's a big fucking robot. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich meine Muskeln erstmal gelöst. Once I kill you, my whole empire will see the futility of humanity's last stand. Und was ist, wenn ich dich töte? Here and now I shall show the Xin Empire once more why they serve me. Let's see how much shit you're talking after I break you in half. Oh, please. I have conquered countless worlds. Only your pride makes you think the Saints could defeat me. Signac, this isn't pride. This is wrath. There is no universe in existence where you could defeat me. Also irgendwie der Eisblast, der bringt jetzt nix. By all means, continue this futile attempt. Kann nirgendwo Leben aufsammeln. Do not think you are gaining any ground here, Saint. Das heißt, ich muss über die Zeit regenerieren. It seems you will die alone in the cold emptiness of space. Wow, alter Schwede, ich bin echt schnell. Okay, wieder voll aufgeladen. Hat er vielleicht irgendeine Folge? Eine Schutzfolge, an die ich mich halten kann? Blöd ist ja auch, der kann immer schießen. Mal kurz weg. Also eine Schussfolge kann ich jetzt nicht erkennen. Schlecht. Ja, ich weiß, ihr könnt mich ruhig feige nennen, aber ich bin da doch lieber vorsichtig. Okay, ein bisschen runter haben wir, ne? Aua!
Hauptsache keine direkten Treffer. Wenn mir gar keine Treffer natürlich noch lieber wären. Ah, kriege ich sowieso nicht hin. Autsch. Hälfte runter haben wir. Und noch nicht getötet worden. Das gefällt mir. Uah! Mama! Hilfe! So. Ich mach dich fertig. You're not leaving here alive, Zinyak. You think you're winning, don't you? Ja. How amusing. Wer ist ein Halbtod von uns beiden? Warum strahlt er? Seriously? I do hope you like my latest creations. Ach, bitte! They're very friendly. How many of those things does he have? Readings on those CIDs are showing high amounts of explosives inside. I would not let them get close. Ah, fuck. What about getting past his shield, Sid? Those CIDs seem to be able to pass through unhindered. Perhaps throwing them back would work. On it. Keep looking for a way to disable that shield. Very well. I will attempt to find the power sources generating the shield. Just make it fast. So, werfen. Okay, das krieg ich hin. There's no way to fight a lady. Wo soll ich die hinwerfen? Ich hab nicht aufgepasst. Ja, wenn die direkt kaputt gehen, dann bringt mir das auch nicht. Wo ist denn hier Kuh? Da hin? Ich glaube ja. Na, komm, der nächste. Clever, but ultimately futile. Nothing you have's gonna save you. We'll see about that. Soll ich direkt auf Zinyak so mitten in die Fresse rein, oder? Yo, direkt auf Zinyak. Auch gut so. Zu viele Gegner. Ich muss weg. Ich muss mal kurz weg. Ja, noch mehr. Ich hab Zeit. Beta, ich komm hier zu gar nichts. Nervt ein bisschen. Autsch. Meine Fresse. Ich weiß nicht, worum ich mich zuerst kümmern soll. I always win my arguments. Jetzt erstmal wieder leben. Noch mehr leben.
Ah, dürfte kurzfristig mal reichen. Zumindest für ein Wurf. Oder zwei. Nee. Darunter falle ich nicht. So leicht wirst du mich nicht los. Arschgeige. Zielen! Autsch. Hilfe! Okay. Having a few problems Zinyak with your suit, Zinyak? No, my dear Saint. I am not the one with the problem. You forget. I have an army at my command. Can't handle me yourself, huh? And deny my people the enjoyment of aiding their beloved leader? I think not. Believe me, they won't enjoy it. That went well. Zinyak, du bist so eine Verlierer. Du mal kurz. Nein. Ah! Knapp vorbei. Ach, leck. Ich bin gleich wieder da. Na, komm, ein weiter. Danke. So. I have succeeded in unlocking the shield generators. Disable them, and the shield should go down. No more hiding for you, Zinyak. Don't expect it to be that easy for you. Damn it all. Lass mich in Ruhe. I'm getting a little worried here, guys. Kinsey, Sid, Keith, anyone. To paraphrase the writer William Shakespeare, all that lives must die. Even a saint. Scan. Sorry we're late. Time to get this shit started. We're here, boss. Don't worry, we got your back. Oh, Gott sei Dank. What is this intrusion? Welcome to the party. Get the fuck away from the boss, assholes. Draw their fire. No problem. Time for the shield to go. Keine Sekunde zu früh, Freunde. Target reported in vicinity. Keine Sekunde zu. Tja, Zinyak, du hast deine Schergen. Und jetzt wird es Zeit. Hier bin ich. End of the road, Zinyak. This changes nothing! Kiss your empire goodbye. Where's your army to help you now? The legacy of the Zin Empire will continue to live on. Komm schon hoch, Fetzer. Und jetzt nochmal. Ach egal, nochmal. Und jetzt halte ich mein Versprechen. You can't kill me, but my people will avenge my death. He's running shit now. Damit habe ich mein Versprechen eingelöst. Ah, ist das egal. So viel zu dem Sinn-NP. Ach, scheiß drauf. Bisschen unbequem, bisschen hart.
So will ich das. You gotta be fucking kidding me. Keep what you kill. It's a classic. So do I get a manservant or what? Excellency, I'm Xinjai, your personal steward. Alright, ZJ, I need you to level with me. How technologically advanced are the Xin? In our experience, we are the most advanced culture in the known universe. Xinjai told a friend of mine that he could restore Earth. Was he lying? A half-truth, Your Excellency. Earth has been atomized. There is no undoing that. However, time travel would allow you to see Earth again before its destruction. Whoa, whoa, whoa. Time travel? Xinjai was fascinated with Earth culture. He made it a point to go back and build a menagerie of his favorite humans. Don't tease me, Your Excellency. Let's go on a field trip. Eine Zeitreise? Yeah. Bang. Let's dance. Baby. Oh, baby. Yeah, yeah. Let's party time, Freunde. Wir feiern unser Sieg über Sinn. Und gleichzeitig feiern wir das Ende unseres ersten Let's Plays. Und wo wir dabei sind, ach was soll's, feiern wir die ersten 1000 Klicks. Denn diese Nachricht habe ich vergangenes Wochenende bekommen. Ihr habt mir 1000 Klicks geschenkt. Dafür herzlichen Dank. Ich hoffe, auch dieses Let's Play hat euch genauso gut gefallen wie mir. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Baby! Kein Hüftschwing? Ach komm, bitte, ein Klopf. Schade. Oh, Sid! Sid ist natürlich auch mit von der Partie. Yeah! Ihr habt mir 1000 Klicks geschenkt. Ich habe euch 130 Videos geschenkt. Kein schlechter Schnitt, muss ich sagen. Ich freue mich. Oh, baby. Yeah. Baby. Komm. Komm, weiter. Ja, das sieht doch gar nicht so dumm aus. Nein, nein, au, ah. Kinsey, meine Freunde. Komm, bisschen locker. Wir wissen, was du kannst. Uhuhu. Yeah. Sehr nice, Kids. Sehr nice. Piers! What? Unser kleiner Mexikaner. Schönen Tag, schönen Tag, schönen Tag. Okay. Selbstverliebt, wie ihr macht. Benjamin! Mach mir den Roboter. Yeah. Baby, kommt Stimmung auf. Wenn du bist der Größte, du bist einfach der Größte. Schlecht für den Ruppe. Zinjek, du auch hier. Ja, lass mal dich mitfeiern. Vergeben und vergessen, wie es so schön heißt. Let's play. Thanks for being.
damit sind wir beim Ende angekommen. Ja, mein Resümee. Über die Sache mit den Kräften kann man sich streiten. Muss man nicht. Normalerweise bin ich kein großer Freund, gebe ich offen zu. Hier, ja, nachdem man sich damit abgefunden hat und reingefunden hat, ist okay. Die Geschichte, sehr interessant, mal eine ganz neue Wendung von Saints Row. Tja, hier sind Imperator. Ich freue mich auf den 5. Teil. Bin gespannt, welche Welt wir dann bereisen werden. Die Minimission, die Herausforderung. Puh. Also ich muss sagen, die ziehen sich. Die ziehen sich echt. Am Ende war ich ja in der unglücklichen Situation, dass ich im normalen Spielverlauf relativ wenig gemacht habe. Wodurch alles auf einmal kam. Und das war... Ich meine, wenn man die Tricks nicht kennt, sind die schon relativ anspruchsvoll. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da muss man sich ein bisschen länger damit beschäftigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach einer gewissen Zeit wird es anstrengend. Es wird als Let's Player anstrengend. Ich gehe davon aus, dass es auch als Zuschauer anstrengend wird. Aus dem einfachen Grund, man sieht immer nur das Gleiche. Deswegen habe ich am Ende so getan, dass ich gesagt habe, okay, die letzten Goldmedaillen, da mache ich einen Cut. Da werde ich so machen, ich mache eine Anmoderation, zeige euch dann, wie die Goldmedaille zu holen ist. Und dann geht's regulär weiter. Ich hoffe, ihr seid oder ihr wart damit einverstanden. Feedback habe ich darauf jetzt noch nicht bekommen. Ich bin auch relativ kurz nach der Session mit den vielen Cuts jetzt ins Finale eingestiegen. Und ja. Studio Manager, man. Ah, Dan. Ja. Paul Berg. Hey. Das haben wir doch auch schon öfter gesehen. Ah, die Familie. Mike Kulas. Christopher Topper Allen. Jason Rubin. Und die Partner von Deep Silver. Nett. Sehr. Ja, Grafik, typischer Saints Row Style, muss man sagen. Sie sind hier am Image treu geblieben, wie es so schön heißt. Vom Spielgeschehen, vom Kartenaufbau natürlich ein oder fast 1:1 Saints Row 4. Einen anderen Teil kenne ich nicht, muss ich zu meiner Schande zugeben. So, Kind. Sehr sexy. Ja, mal ein bisschen die Maus bewegen, damit hier wieder Action im Video ist. Tja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ich habe zwar schon gesagt, aber ich sag's sehr, sehr, sehr gerne nochmal. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Tipps. Vielen Dank, dass ihr mich so großartig unterstützt habt. Ein Special Dank habe ich natürlich auch an Wallgamer. Ja, Wallgamer, unser lieber Freund, der uns wirklich konstant durch dieses Let's Play begleitet hat, sei es über Nachrichten, sei es auch einmal als Gastauftritt. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Sehr viel auch in den Kommentaren mit Tipps, mit Tricks und Trends. Und ja,
Nein. Ja. Vielen Dank für die Zusprüche, für die. Hört er das? Ah, Zinjek wurde gesprochen von DJ Black. Schaut euch die ganzen Sprecher von Steelforce an. Das sind die Leute, die auch hier. Fällt mir gerade erst auf, Entschuldigung, das Team. Natürlich nicht, dass die drei sind nicht das heißt Entwicklerteam, logisch. Glaube ich, hoffe ich, meine ich. Aber auch mal hier sehr viele Gesichter zu sehen. Das sieht mir einfach ein Entwicklerteam aus. Schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ich habe damit alles gesagt, was von meiner Seite aus gefallen ist. Nochmal vielen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Projekt wieder, was ich jetzt gleich noch anzocken werde. Ich habe zwar noch 3 Tage, aber ach, ich bin heiß darauf. Ich bin heiß. Ich freue mich darauf. Lass mir einen Kommentar zu meinem Let's Play. Große Bitte von mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Tschüss! Yeah.
when the novelty of shaping history wore off, the Saints remembered the words of Xinjai. Is this all? It's hard to say, Your Excellency. Xinyak was a long-time collector. And that, my friends, is how I first met the Saints.